Assalamu alaikum im Leben TV Zuschauer. Wir sind momentan in Hilden bei Hamza Al-Halimi und wir sind froh, heute bei ihm zu sein. Sie, Hamza, willkommen bei im Leben TV. Ganz lieben Dank für die Einladung. Herzlich willkommen bei uns hier in Hilden. Dankeschön, Shukran. Sie, Hamza, kannst du dich den Zuschauer vorstellen? Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Hamza Al-Halimi. Ich bin 28 Jahre alt. Ich bin hier in Hilden geboren und aufgewachsen, hier zur Schule gegangen, habe Politikwissenschaft studiert in Duisburg und in Köln und war dann nach meinem Studium 2,5 Jahre bei einer Wirtschaftskanzlei in Düsseldorf und jetzt arbeite ich aktuell bei der Gewerkschaft für Nahrung, Genuss und Gaststätten in Köln. Ich habe immer ein bisschen in meiner Freizeit mich ehrenamtlich engagiert hier in meiner Stadt, in Hilden. Im Sport bin ich beim Kickboxen sehr aktiv, auch viel für Kinder und Jugendliche. Und so politisch bin ich seit 7 Jahren Vorsitzender im Integrationsrat und seit dem letzten Jahr bin ich für die SPD auch im Stadtrat. Sehr schön. Was machst du genau beruflich? Was ist dein Hauptberuf? Also mein Hauptberuf bei der Gewerkschaft ist eine Projektmitarbeiterstelle. Wir haben bei der Gewerkschaft für Nahrung und Genuss und Gaststätten sehr viele verschiedene Projekte, die da zusammenkommen. Wir haben da viele große Unternehmen, die wie Molkereien oder Coca-Cola, wo wir dann Tarifverhandlungen führen und Streiks organisieren, wo wir auch einzelne Mitglieder vor Gericht sozusagen ihre Arbeitsrechte vertreten. Und auch da, Gott sei Dank, habe ich sehr viel mit verschiedenen Kulturen, verschiedenen Sprachen zu tun, auch sehr, sehr viele Mitglieder der Gewerkschaft, die mit Problemen kommen, die kein Deutsch sprechen und dann beispielsweise nur Marokkanisch reden, hatten wir auch schon den Fall. Das ist dann für mich ein bisschen einfacher, dann die Probleme so ein bisschen herauszuhören, herauszukristallisieren und dann auf der Muttersprache, auf Marokkanisch, dann Schilha, in meinem Fall, dann auch den Leuten hier in der Arbeit unterstützen zu dürfen. Sehr schön. Sie, Hamza, was ist dein Verhältnis zu deinem Heimatland Marokko? Ich glaube, seitdem ich denken kann, schlagen in meiner Brust zwei Herzen. Also sowohl Hilden, Deutschland, als auch Marokko. Ich merke das natürlich immer, je nachdem, wo ich bin, vermisse ich dann den anderen Ort. Also wenn man hier den Alltag lebt und unterwegs ist, dann vermisst man Marokko sehr, sehr schnell und auch immer wieder aufs Neue. Und umgekehrt, wenn ich in Marokko bin, ist es schön da zu sein und man vermisst aber auch wieder die Heimat Deutschland, so dass wir sozusagen oder ich das Privileg habe, dass ich zwei Heimatorte habe, so sage ich das ganz gerne, und man sich immer wieder von einer Heimat entziehen kann und dann die nächste Heimat besuchen kann. Und ja, ich finde, das ist eine Sache, die ist nicht selbstverständlich, dass man zwei Heimatorte hat auf der Welt. Und da fühle ich mich auf jeden Fall sehr, sehr glücklich mit. Sehr schön. Da kommt die vorletzte Frage. Sie, Hamza, was ist dein Beitrag zur Integration in Deutschland? Also ich versuche, egal in welchem Zusammenhang, meinen Beitrag zur Integration zu leisten. Ich finde, wir, also sei es die erste Generation der Gastarbeiter oder auch die zweite oder in meinem Fall die dritte Generation, wir sind Botschafter für unsere Kultur, für unsere Sprache, für unsere Herkunftsländer. Und entsprechend müssen wir auch uns hier verhalten und einbringen in der Gesellschaft, sei es beruflich, sei es im Sport, sei es in der Politik, sei es in der Kunst. Egal wie, man kann seinen Beitrag leisten hier in der Gesellschaft und jeder kann seinen Beitrag dazu leisten, dass die Kulturen auch aufeinander zugehen, dass die Kulturen offen miteinander sprechen und so Vorurteile abgebaut werden können und so eine Harmonie zwischen den Kulturen, zwischen den Religionen entstehen kann. Wir machen im Integrationsrat, versuchen wir Projekte zu machen, die die Kirchengemeinden mit den Moscheen zusammenbringen, die die verschiedenen Kulturvereine mit den Moscheevereinen zusammenbringen, dass man immer offen miteinander redet, wer hat welche Vorstellungen vom Leben, wer hat welche Bedürfnisse, warum sind diese Bedürfnisse da. Und so kann man halt auch ganz, ganz viel diese rechtsextremen und rassistischen Strömungen kann man damit so ein bisschen entgegenwirken, weil wir haben Alhamdulillah sehr, sehr viele gebildete marokkanischstämmige Jugendliche sowohl in Hilden als auch in ganz Deutschland vertreten. Und ja, wenn jeder sozusagen seinen Beitrag leistet und sein Wort mit einbringt, dann denke ich, dass wir Alhamdulillah auch für die Harmonie hier zusammen sorgen können, die wir verdient haben. Inshallah. Genau, die letzte Frage ist Sie, Hamza. Was kannst du den Jugendlichen raten, die nach Deutschland kommen wollen, hier um zu studieren, Ausbildung machen, um einfach
Marokko verlassen und nach Deutschland kommen? Was kannst du ihnen raten aus deiner langjährigen Erfahrung? Was auf jeden Fall mein allererster und wichtigster Tipp ist, ist, sucht euch eure marokkanische Community hier in Deutschland. Wir sind Alhamdulillah eine sehr, sehr starke Community geworden. Und ich denke, das sind so die richtigen Anlaufstellen, wo man als Ankömmling, wenn man neu hier nach Deutschland kommt und sich nicht zurecht zu finden weiß, dass man auf die Leute zugeht. Dass man fragt, was kann ich wie wo besorgen, wie kann ich wie Hilfe beanspruchen, sei es in der Wohnungssuche, sei es beim Einkaufen. Bei uns ist es nicht ganz so einfach wie in Marokko, halal einkaufen zu gehen. Deswegen geht auf die Moscheegemeinden zu, geht auf die Kulturvereine zu, geht auf Nabil zu, auf Marokka, auf Mleben TV zu. Dankeschön. Er kennt die Leute, der hat die Community. Und auch ich lerne noch Neues dazu, wenn ich seine Videos sehe. Tabarakallah, wie groß die Community ist. Shukran, danke. Und ich denke, wir alle hier in Deutschland sind oder empfangen euch gerne mit offenen Armen, haben immer ein offenes Ohr und es gibt auch keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten von uns. Genau, Shukran, danke dir. Und jetzt noch ein Feedback zu Mleben-Team. Wie findest du das Projekt? Ich finde, das Projekt ist sehr, sehr stark, hat sich in den letzten Zeit sehr, sehr groß entwickelt, Alhamdulillah, Tabarakallah, und möge Allah subhanahu wa ta'ala noch viel Baraka geben in dieses Projekt. Ich denke, das ist. Wie gesagt, wir haben in verschiedenen Standorten in NRW oder in Deutschland sehr, sehr starke marokkanische Persönlichkeiten, marokkanische Vereine und immer starke Communities. Und man denkt immer hier als jemand, der hier geboren und aufgewachsen ist, man kennt alles und man kennt alle. Und dann kommt Neville mit seinen Videos und man lernt immer wieder Neues dazu. Man lernt neue Menschen dazu, neue Erfahrungen, die man geteilt bekommt von den Leuten, die im Interview stehen mit Neville. Und ja, ich denke, davon können wir weiter profitieren und ich hoffe, dass das Projekt noch weiter wachsen wird und Inshallah. jeder Inshallah hier in Deutschland oder sowas von diesem Erfahrungsschatz noch profitieren kann, Inshallah. Shukran, Sie Hamza, für das Interview. Im Namen von dem Mleben TV Team wünschen wir dir weiterhin viel Erfolg. Shukran, Barakallahu Maslam. fik. Wünsche ich euch auch vielen lieben Dank und marhaba bikum Shukran. in Hilden zu jeder Zeit. Barakallahu fik. Shukran.